Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, die gestern neu beschlossene Corona-Verordnung verlangt von uns viel Flexibilität und schnelles Handeln. Wichtig ist aber, ab heute ist in Aachen der Einzelhandel wieder komplett geöffnet. Sie können ohne Anmeldung in die Geschäfte gehen und ihre beliebten Einkäufe in Aachen tätigen. Unsere Einzelhändler sind gut vorbereitet, haben ausreichend Räumlichkeiten und auch Möglichkeiten, den Besucherstrom zu steuern, sodass sie hygienisch sicher beim Einkauf sich in Aachen aufhalten können. Ab kommendem Montag werden auch die Schulöffnungen weiter erweitert. Ab diesem Montag werden dann alle Schüler der Klassen 1 bis 4 und die Grundschulförderschüler komplett beschult werden, ebenso auch die Schüler der Klassen 5 und 6 und die Abschlussklassen. Ich freue mich sehr, dass wir diese Öffnung ab nächsten Montag vollziehen können und danke allen Lehrerinnen und Lehrern dafür, dass sie mit großem Engagement diesen gewaltigen Schritt auch begleiten. Die Stadtverwaltung war auch in den letzten Wochen für sie bereits geöffnet und jederzeit auch einsatzbereit und für ihre Anliegen verfügbar. Ab sofort können wir auch die Stadtbibliothek wieder zugänglich machen. Allerdings müssen Sie leider aufgrund der Vorschriften einen Termin mit der Bücherei vereinbaren und können dann zum vereinbarten Termin auch die Stadtbibliothek ganz persönlich aufsuchen. Genauso ist auch ab sofort die Touristinfo wieder geöffnet. Aber wichtig für alle Besucher der Räume der Stadtverwaltung und ihrer Einrichtungen ist, dass Sie FFP2-Masken oder noch höherwertigere medizinische Masken tragen. Ich bitte Sie zum Schutz von uns allen, diese Hygienevorschriften auch konsequent zu beachten. Dies ist uns sehr wichtig. Auch für die sportlichen Möglichkeiten gibt es Lockerungen. Private Sportanlagen oder auch Vereinssportanlagen, wie beispielsweise Tennishallen oder auch Sportschützenvereinsanlagen, können ab sofort genutzt werden, allerdings nur für maximal 5 Personen aus 2 verschiedenen Haushalten. Die Sportplätze können ebenfalls wieder in Betrieb genommen werden, auch Bolzplätze, und zwar für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre können sich 20 Personen treffen. Für Ältere über 14 Jahre sind 10 Personen maximal erlaubt. Die sollten allerdings auch Kontakte vermeiden, um hier auch Infektionsgefahren zu verhindern. Leider müssen die Sporthallen bis auf Weiteres noch geschlossen bleiben. Ich hoffe aber sehr, dass wir auch hier in absehbarer Zeit wieder eine Öffnung herbeiführen können. Und auch der Musikunterricht durch die Musikschule ist für Kinder und Jugendliche bis 14 Jahren als Einzelunterricht oder auch im Gruppenunterricht für bis zu 5 Personen wieder möglich. Für Ältere über 14-Jährige ist Einzelunterricht ebenfalls gestattet. Auch hier freue ich mich, dass wir analog dieser Regelung auch für Musikvereine wieder Unterricht für Zöglinge im Einzelunterricht in diesen genannten Gruppengrößen gleichfalls möglich machen können in den Räumen der Vereine oder auch anderen geeigneten Räumlichkeiten. Diese ganzen Öffnungsmaßnahmen sind richtig und wichtig. Wichtig ist aber auch, dass die Infektionsgefahr in Grenzen gehalten wird und wir ein Wachstum der Ansteckungen vermeiden. Deshalb werden wir einen großen Schwerpunkt in Aachen auf verstärkte Testaktivitäten setzen. Wir werden gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz ein kommunales Testzentrum einrichten, wo Menschen kostenlos Tests durchführen lassen können. Wir sind hier auf der Zielgerade aller Vorbereitungen und werden bereits in wenigen Tagen mit dem kommunalen Testzentrum gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz beginnen. Ich werde Sie rechtzeitig informieren und freue mich, dass das Deutsche Rote Kreuz uns hier auch unterstützt, so wie Sie auch weiterhin Tests machen können in Corona-Schwerpunktpraxis in unserer Stadt. Gemeinsam schaffen wir es, mit Tests, mit Impfungen, den Weg aus der Pandemie herauszugehen und hoffentlich bald wieder Normalität in unserer Stadt, in unserem Land herstellen zu können. Wenn wir gemeinsam mit Vernunft diesen Weg gehen, werden wir noch erfolgreich bestehen. In dem Sinn, alles Gute, vielen Dank für alle Mithilfen und bleiben Sie weiterhin hoffentlich gesund. Dankeschön.